Hey Freunde, willkommen beim neuen Let's Play auf meinem Kanal. Aragami 2, für mich völlig überraschend damals angekündigt, dass ein zweiter Teil kommt. Der erste Teil, ein ultra geiles Stealth-Game mit einer sehr verwirrenden, super japanischen Story. Der zweite Teil, und so viel spoiler ich schon mal, ein bisschen mehr Ninja-Game. Ja, lange Rede, wenig Sinn. Lass mal anfangen hier mit dem schicken Intro. Ein Schatten senkte sich vor 100 Jahren über das Rashomon-Tal. Zwei große Streitkräfte prallten aufeinander. Nach dem Kampf zogen sich die Überlebenden beider Seiten zurück und die Ordnung war wiederhergestellt. Doch der Schmerz bleibt, wenn er ein Teil von einem ist. Jene, die so viel Leid zufügten, waren verflucht. Sie alle verschwanden über Nacht, so wie sich Schatten bei Dämmerung auflösen. Und mit dem neuen Tag erschien das Feuer. I dig it. Wir wachen auf, umgeben von Leichen. Typischer Montag. Grafikstil schon mal komplett anders. Und dem geschulten Auge von Aragami, also dem geschulten Aragami-Zuschauer meine ich, fällt auf, dass wir diesmal eine Lebensanzeige haben. Die haben das komplette HUD geändert, was ich im ersten Teil so geil fand. Das wurde ja alles gespiegelt auf dem Umhang. Aber wie ihr seht, wir haben keinen Umhang mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch einen bekommen. Wir sind ja erstmal am Anfang. Ich sehe auch gerade, wir haben ja nicht mal ein Messer. So Basic-Bewegungen habe ich schon drauf. Ich bin halt ein Könner. Ich sag's gleich alles. Das wird hier kein Pazifist-Run. Ich werde alles und jeden killen. Freunde. Denn wir sind ein Rachengeist. Ein Rachengeist? Jetzt habe ich meinen eigenen geilen Joke. Den habe ich mir extra vorbereitet. Den habe ich versaut. Tu mir so, als hätte ich nichts gesagt. Wir werden alles und jeden töten. Denn wir sind ein Rachegeist. Der anderen in den Rachen scheißt. Tarne dich mit deiner Umgebung und vermeide jeden Lärm, wenn du in der Nähe des Gegners bist. Drücke Control, um zu hocken. Wenn du hockst, bist du weniger sichtbar und bewegst dich leise fort. Hocken in hohem Gras macht dich unbemerkbar. Dächer und andere hohe Bauten bieten sichere Beobachtungspunkte. Wenn du im Schatten bleibst, können dich deine Gegner schwerer ausfindig machen. Alright. Da sind sie, die Gegner, so. Hier Raiden und Scorpion. Ich frage mich, wie die herkommen. Das Gebiet. Die Schattenvision lässt dich Gegner und andere interaktive Elemente durch Hindernisse hindurchsehen und zeigt die aktuellen Missionsziele. Benutze Schattenvision, um ein Gebiet zu überblicken und gegnerische Patrouillen zu orten. Das ist ein fucking Wallhack. Alter, bin ich gut oder bin ich gut? Ich weiß.
Hilfsgegenstände gewähren verschiedene Soforteffekte, die den Unterschied zwischen Sieg oder noch größerer Sieg ausmachen. Denn Niederlage ist ja keine Option für uns, wenn sie im richtigen Moment eingesetzt werden. Stelle dein Health mit dem Vitalitätsdrang wieder her und setze deine Reise fort. Okay. Nice. Alright. Attentat und lahmlegen. Attentat drücke in der Nähe eines nichts anderen Gegners. Lahmlegen drücke E in der Nähe des nichts anderen. Wie gesagt, Rachegeist. Hui. Ich leg ihn mal hier schlafen. Oh. Manchmal ist ein Kampf unvermeidlich, aber du solltest einen strategischen Rückzug in Betracht ziehen, wenn die Chancen nicht zu deinen Gunsten stehen. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Kampfgrundlagen zu üben, ohne Schaden zu nehmen. Drücke linke Maustaste, um anzugreifen. Dreimal, okay. Das ist interessant, um das Tutorial-Einblendungen, die wegzumachen, soll ich die linke Maustaste gedrückt halten, was ja Angriff ist. Halte rechte Maustaste, um feindliche Angriffe abzuwehren. Blocke drei Angriffe. Drücke kurz bevor ein gegnerischer Angriff landet, um eine Parade durchzuführen, die die Ausdauer deines Gegners vermindert. Alter, bin ich gut. Drücke Shift für einen Dash und zum Ausweichen von gegnerischen Angriffen. Benutze es, wenn du dich für einen Dash in eine bestimmte Richtung bewegst. Okay. What the fuck ist da gerade passiert, Alter? Ich hatte gerade eine Outer-Body-Experience. Wir sind gerade durch die Matrix geglitscht. Die Vitalität und Ausdauer deines Gegners werden über seinem Kopf eingeblendet, wenn er anvisiert ist. Die Ausdauer eines Charakters verringert sich, wenn er dashed, abwehrt oder pariert wird. Wenn die Ausdauer deines Gegners erschöpft ist, kannst du einen kritischen Angriff ausführen, der großen Schaden verursacht. Bei Gegnern mit wenig Vitalität löst die Ausführung eines kritischen Angriffs eine Hinrichtung aus. Deine Übung ist vorüber, also kannst du jetzt verletzt werden. Auch meine Gefühle? Besiege diesen Feind, um fortzufahren. Okay. Okay. Das ist so ein Sekiro-Kampfsystem, so ein bisschen, ne? Ich hoffe, dass sowas wie mit dem dass sowas nicht öfter passiert. Attentate und Lahmlegen können auch von oben durchgeführt werden, wenn du auf einem nichts ahnenden Gegner landest. Sind sie ein nichts ahnender Gegner? Da oben ist einer. Nice.
Drücke dich an Wände und ähnliche Oberflächen für einen anderen Blickwinkel, der dir ermöglicht, um Ecken zu lugen, besondere Attentate auszuführen und Gegner lahmzulegen. Diese Attentate laufen geräuschloser ab, genau wie jene, die du aus dem Gras, von einem Vorsprung aus oder aus einer niedrigen Deckung vollführst. Das hat er gesehen. Da sollte er mal herkommen und gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Kasho! Er wurde ermordet. Ist dir da sicher? Wollte er mir nicht beantworten. Gestalte deinen eigenen Pfad. Oh ja. Das wird chaotisch. Durchquere das nächste Gebiet, in dem du das bisher Gelernte und wahrscheinlich schon wieder Verlernte anwendest. Greife in den Kampf ein, eliminiere deinen Gegner aus dem Schatten heraus oder schleiche dich unbemerkt an. Du hast die Wahl. Nice. Gesehen hat er uns aber nicht. Er sieht nur, dass er eine Leiche ist. Und dass er auch eine Leiche ist. Okay, da ist noch einer. Leute, ich glaube, das wird ganz, ganz lustig. Okay, wenn man es aus dem Gras heraus macht. Ich sehe da zwei. Wenn man es aus dem Gras heraus macht, schleudert die ihn gleich nach hinten ins Gras rein. Hell yeah! Okay, aber die weiße Linie, also unsere Ausdauerlinie, gibt quasi auch an, wie viel wir diese Schattensprünge und Dashen und sowas alles nutzen können. Hier können wir zumindest mal nicht lang. Alright. Oh shit. Ja,
draußen. Sana sana. No kaisho barato. No bewina. Orikoso. Arai madako. Zoku. Sono lena. Akaide. Passi no krutschiso. Wata koroisho no kaibama. Dei no kasu ka. Upo da so. Upo no. Yeah. Auch wenn ihr die legendären Soldat 1 und Soldat 2 seid, Alter. Da draußen ist ein Rachegeist. Oh. What? Ich bin maximal verwirrt. ガード Denisona, Iniaita. Shiri, Akurotsuba. Komine. Wata, Kakuregasho. Deni, Ini, Furoga. Ja, ich hab viele Fragen. Saradoishi. Wata Katashi, Korotsuba, Mainikara. Asa, Rashomo, Koroku, Wataema. Kakuregamo, Inikaso Village. Waino Moreseli, Atama Uradeko. Bo, Gado Dawari. Donoko Upoda, Watai Revinado. Atani Masuko, Vitoneso, Karakai Shinoide. Asikuni no. Surado den Yashuke, Modo deka. Antelie. Wata Furoganzo. Aso. Basado Fubanoka. Nein. Nieno. Den Yotsu Afukto. Niewia Maduaso. Saruta Koshuko, den Fubano Saka. Somme via Wata,
Ah, Nigano. Wata, Ini no Kakuna, Derisho. So, Foba no Sakata. Okay. Sorosh. Sorosh. So eine coole Sprache, Alter. Okay, jetzt klassische Gesprächsführung. Du hast das Erwachen erlebt. Du wurdest von den Fesseln deines Geistes befreit. Was ist mit uns los, Alter? Stehen wir die ganze Zeit so? Deine Seele brachte dich hierher, um frei wiedergeboren zu werden. Das sieht komisch aus. Ich bleib, mach mal so. Kurotsuba. Wir sind der Kurotsuba-Clan. Beschützer des Tals und seiner Bewohner. Die Invasorennation Akatsuki nutzt ihr Feuer, um diese Länder zu verwüsten. In ihrem Windschatten hinterlassen sie verbrannte Wälder, Aschefelder und den Gestank brennender Knochen. Wenn wir uns nicht beeilen, werden die Bauern des Tals ausgelöscht oder versklavt. Und der Berg, seine Rohstoffe, die Natur und die Schönheit werden zerstört und nicht mehr sein. Sure. Wir müssen das Heilmittel gegen unseren Fluch finden, bevor wir unsere Menschlichkeit einbüßen. Bevor wir uns in eine andere Art von Wesen verwandeln. Wir haben nicht viel Zeit. Iwao. Rede mit Iwao. In ihm siehst du die Schrecken unseres Fluches. Warum soll ich dann mit ihm reden? Iwao. Iwao. Nice. Wir haben ja auch, das habe ich mir schon mal angeguckt gehabt. Wir haben so einen Fähigkeitsbaum. Wir haben Fähigkeitspunkte, irgendeine Währung. Unser Level. Der Feind wird vor der Macht deines Schwertes fallen. Ja. So viel steht mal fest. Außerdem haben wir Ausrüstung, die wir wechseln können. Eine Online-Option. Und ja, da braucht man nicht reingucken in die Optionen. Hallo? Sumire. Tochter! Erkennst du mich nicht? Ich bin's, deine Mutter! Erhalten 8 Gold? What? Okay, aber bevor wir mit Yvonne oder wie auch immer reden, würde ich mich erstmal gerne hier ein bisschen umgucken. Da will noch einer mit uns reden. Essenz Runen Erde. Wait, what? Schon wieder irgendwas gespoilert, was ich noch gar nicht. Was ich noch gar nicht kennen darf?
Also das Bewegen in dem Game macht schon mal Spaß. Auch wenn ich noch nicht so zu 100% weiß, wo ich überhaupt hin soll. Aber da wir jetzt schon mal gesehen haben, dass hier Sachen versteckt sind, ist natürlich mein Entdeckerdrang gefragt. Wir haben uns noch nie getroffen, Krieger. In letzter Zeit sind mehr und mehr erwacht und kommen nun hierher. Ich frage mich, was an diesem Ort die Menschen so anzieht. Ja, da. Das ist eine gute Frage. Mögen die Götter uns gnädig sein. Hier ist das Portal, aus dem wir gekommen sind. Kakuregadorf. Eins von drei. Eins von drei was? Sind es Geheimnisse? Eins von drei Geheimnissen gefunden? Komm, wir reden erstmal mit Yvonne. Apropos, ich muss kurz sagen, die Musik, die im Hintergrund läuft, finde ich ja mal richtig nice. Ninji, Ninji. Nin, Nin? Du hältst dich also für einen Ninja, so wie du angezogen bist? Raijin. Ich bin ein Raijin, ein Gott des Blitzes. Zeig mir deine Ninja-Techniken. Rauchtechnik, Schurikenblumen, Klontechnik, Ninjin. What? Weiß ich, ob wir wie sind? Jetzt den Verstand verloren. Shit, wo ist denn der Anführer? Ich sehe, du hast Iwao bereits getroffen. Er verliert seinen Verstand. No shit. Aber ein Teil seines Herzens hängt an seinem alten Dojo. Vielleicht gibt es für ihn noch Hoffnung. Ich habe eine Mission, auf der sein Name steht. Auf der dein Name steht. Akatsushis Truppen haben die Festung auf der Insel im Fluss eingenommen. Es wird gemunkelt, dass eine alte Schriftrolle gefunden wurde. Sie enthält die alten Techniken der Geweihten des Schattens. Du musst sie sicherstellen. Du kannst Missionen an der Tafel hinter mir annehmen. Stelle die Schriftrolle sicher und gib sie Iwao. Du kannst die Aufgaben des Kurotsuba-Clans von der Missionstafel annehmen. Wenn du deinen Pfad des Kriegers weiter bestreitest, wirst du neue Orte entdecken, an denen du Missionen abschließen und versteckte Entwürfe finden kannst, um deine Ausrüstung zu verbessern. Missionen sind für das Kakurega-Dorf wichtig. Die Missionstafel zeigt auch die Erfahrung und die Goldbelohnung an, die du erhältst, wenn du sie abschließt. Weitere Tipps? In der Ecke links unten findest du alle abgeschlossenen Missionen in chronologischer Reihenfolge. Jede Mission garantiert Erfahrung, abhängig vom erlangten Rang. Wenn du die Mission schon zuvor abgeschlossen hast, erhältst du eine verminderte Belohnung. Schnauze-Handy. In Gold kannst aber weitere in Münzbeuteln und Truhen finden, die über den Ort verstreut sind. Okay. ...100 XP, 50 Gold, 0 von 3 Geheimnissen anscheinend. Freunde! Nice!
ich würde sagen, wie es hier weitergeht mit unserer ersten Mission und was hier los ist, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Aragami 2. Ganz, ganz wichtig, wie immer, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass es damit weitergeht. Und schreibt mir mal einen Kommentar, was fandet ihr jetzt interessanter? Aragami 1 oder Aragami 2? Wir können gerne in den Kommentaren reden über Grafik, über Story, Stil, über alles Mögliche. Ihr seht ja, hier ist es halt alles so ausdauergebunden, ne? Jeder Dash und so, das kostet Ausdauer. In Aragami 1 war es ja so, dass wir alles nur aus den Schatten heraus quasi machen konnten. Interessant. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.